Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist Zeit für die tägliche Dosis Subsistence. Ja, fast. Es fängt auch mit S an. Und auch mit SA. Also, nee, Subsistence. Satisfactory, genau. Auch ohne X. Und wir sind hier versammelt mit dem Mias Acker und Sturzzockt und machen heute Dinge. Bauen weiter. Wir freuen uns. Satisfactory. Neue Aufnahmesession, by the way. Also. Und wir haben beim letzten Mal, habe ich mich ja hier schwer getan, am Ende der Folge hier diese Statoren-Produktion zu erfassen. Und das haben wir dann noch fertig gebaut, weil schwierig. So, wir können aber keine zweite bauen, ne? Weil hier so ein komischer Container steht. Was wird hier eigentlich produziert? Ah, diese verstärkten Rahmen. Ja, verstehe. Weißt du noch, wie viel da oben noch gefehlt hat bei der Stufe 5 und 6. Nee, wie wahrscheinlich viel hat auch nicht, da oben noch gefehlt? Ich gehe mal nach oben, gucken einfach mal. Ich gehe mal kurz hoch zu der Station. Wenn ich wüsste, was du jetzt meinst. Nee, hier bei dem Aufzug, um die Stufe 5 so, und 6 freizuschalten. Ja. Nee. Da gucke ich jetzt mal. No idea. 15 und 18 brauche ich pro Minute. Ja. Ist 500. Die verstärkten Rahmen sind schon fertig. Wir brauchen die Motoren. 150 Motoren fehlen. Ja, stimmt, da sind wir doch bei. Ja. Und wir waren noch da hinten dabei. Du warst das letzte Mal dabei, da hinten den Stahl nochmal aufzubasteln. Ich habe jetzt hier nochmal Rotoren gebastelt. Und die werde ich jetzt hier rausführen und irgendwie darüber führen. Was ich mal gerne machen würde, ist, genau, du machst Rotoren, das wird dir dann zusammenzuführen zu Motoren. Genau, und die Motoren kommen zu dir da. So, ja, so in die Richtung zumindest grob. Pass auf, was ich gern freischalten würde, ist diese Gehwege. Das würde ich jetzt auch mal machen, weil es hat jemand den Tipp gegeben, ja, dass man mit diesen Gehwegen wunderbar die Dings ab... Diese Löcher, die wir haben, abdecken kann angeblich. Also, dass das besser dazwischen passt, weil das halt nicht ein komplettes Fundament ist. Welche fucking Löcher? Wir haben doch oben in der obersten Plattform so Löcher, wo die Förderbänder durchgeführt werden. Und da ist ja teilweise so, dass man da nicht mal mehr eine Platte reinkriegt, um das, was ja auch große Löcher abzudecken. Ist jetzt maximal unwichtig und für Aufgänge sind natürlich diese Gehwege auch besser, anstatt diese Treppen, die ja irgendwie immer auf 7:30 enden. Schissen. Ja, nee, überhaupt nicht. Also mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wo wir die jetzt anbringen sollen. Aber ich glaube, das ist auch nur... Ist auch nur nebensächlich. Also es ist nichts Wichtiges. Wir haben ja oben in der großen Plattform haben wir doch Löcher, wo die Förderbänder von unten nach oben geführt werden. Jetzt. Alright. Okay, und dann es gibt halt diese Gehwege, die da so wie so ein Industriegelände sind. Mhm. Und kostet doch nichts. Kannst du doch zusammensammeln. Genau, wir haben es aber noch nicht freigeschaltet. Ja. Deswegen, also, das mache ich jetzt mal auf die Schnelle. Verstehe. Dann kann ich nämlich auch mal hier ich habe nämlich eine ganze Menge Eisenerz in der Tasche. Ist zwar Quatsch, das jetzt hier händisch zu machen, aber ich mache es trotzdem. Na gut, wenn du eine Tasche hast, naja. Ja, ich habe so ein bisschen Eisenerz in der Tasche und das will ich kurz mal durchcraften. Ja, Satisfactory. Hat leider, ich finde es persönlich sehr, sehr schade, dass dieser Hype so ein bisschen nachgelassen hat. Man merkt das immer mehr. Also man sieht es auf Twitch, dass es kaum Leute spielen, respektive streamen. Finde ich irgendwie merkwürdig. Aber es liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Langzeitmotivation, wenn man praktisch durch alles durch ist, was man so erfinden kann, oder? Na klar, also ich habe vorhin ein Video gesehen von den Coffee Strain Leuten, Reaktionsvideo auf Community-Geschichten. Okay. Mhm. Und da sind natürlich richtig geile, krass große Bauten dabei. Ja, total geile Fabriken mal. Aber wenn du dir erstmal gebaut hast, klar, dann kannst du wieder neu anfangen. Aber es war es ja dann erstmal. Also es kommt ja nichts Neues in dem Sinne, was du wieder, was dich bei der Stange hält. Aktuell halt, ne? Irgendwie wolltest du im April noch einen Patch bringen. Meine ich gerade, ne? Mhm. Also ich glaube, dass man halt schon relativ schnell Late Game erreichen kann, aber ich sehe irgendwie keine Notwendigkeit, hier durchzurushen. Also nö, ich finde das. Ja, nö, das stimmt. Das stimmt.
So, die Wege haben wir unlocked. After medical consultation, additional buildings aimed at factory traversal have been added. Walkways can now be accessed in the build menu. Ah, scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Es hat jemand gesagt, du sollst mal das Inventar leer machen, sich auf die Drohne stellen. Du kannst dir nämlich den Himmel angucken, wenn das Ding hochfliegt. Also das Ding transportiert dich hoch im Weltraum. Ich habe gesehen, nur bis zum Aufzug oder sowas, ja, bis zum Aufzug, ja. Aber danach kann sein, dass du dann irgendwie runterfällst also, oder müssen sowas. Müssen wir mal machen, ja. Lass mal machen. Das war vielleicht mal was erfreulich. Ich kann ja mal gucken, was... Na ja, gut, es dauert jetzt 3 Minuten, bis das wieder unten ist. So. Ich habe mein Inventar ein bisschen geleert. Also ich bin jetzt hier mit den Dingern. Du bist jetzt vorne, ich komme jetzt mal zu dir. Jetzt da, ja. Hier kommt's raus, aber warte mal, wir haben keinen... Naja, genau, ist nämlich vollgelaufen. Wir haben nämlich keinen Container oder sowas. Wo bist du jetzt? Da drüben irgendwo, ne? Wo bist du da? Hinter der Stahlfabrikation bin ich jetzt, ja. Wollen wir da nochmal eine Ebene reinmachen oder so? Oder beziehungsweise vielleicht hier die Platten erweitern, die wir hier oben dranhängen haben? Komm mal rüber, warte mal. Wo haben wir denn nochmal hier überhaupt die Konstruktion von den da hinten, das Beton? Ne? Ja. So, Platten. Wo bist du? Was meinst du? Ich hole jetzt kurz mal Beton ab. Beton. So. Dass wir diese zweite Ebene, die wir hier gebaut haben, nochmal erweitern. Dass wir da nochmal was drüber machen und das vielleicht dann hochleiten. Weißt du? Ja. Ja. Ja, dass, ja, wir den, ja. Dass wir nicht jetzt so in die Breite gehen, sondern mehr nochmal in den nächsten Stock. Können wir machen. Ja, mach du mal hinten bei dir, ich mach hier vorne. Also mach du mal ja, rechts. Ja, okay. Ja, alles klar. Ich mach hier links. Ja, ist ja auch mehr meins, ja, rechts und so. Ja, ja. Wollte ganz auch, viel, hat's auch eine kleine Mini-Diskussion in den Kommentaren, wegen, weil wir über rechts und links gesprochen haben. Eieiei. Echt, ja? Ja. Dass nicht alles rechts wäre und wer schon richtig rechts wäre und so weiter. Ich hab das verstanden, aber ich finde, wir brauchen keine Grundsatzdiskussion, was rechts ist oder sowas. Also, ne? Nee. Nö. Also ich brauche keine Relativierung des Rechts, sein. Und es ist völlig klar, dass es da, genau, das können wir vielleicht noch sagen, dass es da Nuancen gibt. Ne? Dass nicht rechts rechts ist und links links und was ist sowas. Also das... Nur wenn wir von rechts sprechen, dann reden wir halt von dem allgemeingültigen rechts und nicht der ist ein bisschen oder links oder wie auch immer. Also ich sage mal, ich bin Tendenzen. Ich bin pro Mensch. Ja? Humanitär. Naja. Ja. Ich habe heute ganz viel Till Reiners Ja, das ist links versifft. Poetry Slam geguckt. Das ist Nee, nicht versifft. Er ist schon. Nein, gut. Das ja, ist, ja. Ich sag links versifft, so wie er wie sie immer selber sagen. Ja, stimmt. Ne? Also wenn einer da. Ach, und dann gibt's da einen Typen, der heißt. Oh. Soll ich jetzt schnell mal sagen? Wieso kann ich denn hier nichts drüber setzen? Ich krieg hier keine. Nee, weil ich keinen Beton habe. Ich schmeiß die Shake, so Poetry Slam Kram, weißt du? Kann ich das hier zwischendurch mal ganz kurz droppen? Patrick. Achtung, weißt du, wie heißt? Patrick ja. Salmen. Patrick Salmen heißt er. Ganz monotone Sprechweise, aber mir gefällt sie gut. Er ist ja auch stimmungsabhängig. Ich mochte mal Hagen Räther sehr gerne. Ja, stimmt. Was heißt mochte? Mochte gerne. Das ist auch so ein Kabarettist, ne? Ja, der ist halt immer sehr so polemisch auch, weißt du, so, also, ne? Ich meine, er hat lustige Dinge, hat er damals so gesagt, da wo die Energiesparlampen, das war so eine Zeit, das ist ja auch schon Liebe hieß, glaube ich, das Programm. Da hat er die Energiesparlampen, da haben sie gesagt, wo sie verboten worden sind, weißt du noch? Wo sie die 100 Watt Glühbirnen irgendwie verboten haben. Und da hat er ja gesagt, nee, wir machen lieber Energiesparlampen, die haben halt Quecksilber drin und ganz viel Elektronik, dass du gar nicht mehr entsorgen kannst, weißt du, so, weißt du, aus diesem... So. Und wie verkaufst du die Scheiße dann? Ja, indem du einfach das alte verbietest, weißt du, so. Das finde ich eigentlich so, weißt du, yo. Also der tischt dir in dem Sinne immer, wie soll man das sagen? Ja, ihren eigenen Dreck auf, sozusagen. Ja, so ein bisschen so, also. Ja, ja, verstehe schon. Also ich meine, ich finde es ja witzig, ne, aber es ist natürlich müßig, sich über sowas zu unterhalten. Ja, das ist... Theoretisch. So, wenn wir jetzt ein Loch brauchen, machen wir einfach Fräsen muss raus. Fräsen. Fräsen. Hast du eine Fräse?
wollte gerade meckern, dass du doch recht lange brauchst, um das zu machen. Verbaue mich oftmals. Naja, du hast aber auch viel mehr zu basteln da. Ich habe schon Päcklein zu besorgen mit dir. Ja, du hast. Ja, jeder hat aber so sein Päcklein. Jeder hat seinen Jack. Nein, du hast einen Jack. Ich habe mein Jack heißt Minions. Ich habe einen Jack. Nein, dein Jack. 100%. Ist klein und kackt die Windeln voll. Mach mal meine Kommentare. Ich denke, das möchtest du nicht. Und ich lasse es aus Riege rausstehen. Och, haben wir wieder Beef, okay. Och, Manu. Mensch, das ist aber ein bisschen los. Wieso? Das ist okay. Das mag ich nicht. Jetzt hier gleich das ganze Licht weg, das ist ein bisschen schade. Zum Glück ist das Spiel nicht so gemacht, dass im Schatten scheiß dunkel ist. Sortieren, mein Freund, sortieren. So. Musst du sortieren. Sortieren. Der Böhmermann hat in der letzten Fest- und Flauschig-Folge hat er so geil ich nenne es mal polnischen Handwerker gesprochen, ne? Ja. Der hat, oh, machst du gut, also ich kann das gar nicht, das krieg ich nicht, versuche ich das gar nicht. War super geil. Richtig witzig. Ist auch so gut, Mensch, dieser Böhmermann. Ich habe vorhin eine Idee. Hast du hier schon irgendwo was, wo bist du jetzt? Das ist die Stahlproduktion, wo bist du rausgekommen? Achso, wir wollten nach oben gehen, ne? Wir wollten nach oben gehen mit den... Ja, dann koeliere ich mal diese Dinger hier und schick die nach oben. Ne? Achso, ja, das können wir machen, dass wir das allgemein nach oben machen, ne? Dann setze ich jetzt mal hier die Verteiler. Stimmt, hast recht. Ach, so ein schönes Spiel, wo man sich so verhaspeln kann, irgendwie. Finde ich geil. Das war ja schon für das Dings-Theme hier. Na? Was so? Stimmt. Tetris. Risch. Ja, stimmt. Habe ich mir für Tetris auf der Switch extra nochmal einen Controller gekauft. Das ist Großkotzigkeit, oder? Ist raus mit der Geld. Weißt du was, ich nehme jetzt hier so ein bisschen die Steine mit. Was ist mit Jetpack? Also es kommt dann gleich, wenn wir die Motoren haben. Ja, unbedingt sogar. Ich hatte da schon geile Flüge mit gesehen, mit diesen Level 4 Bahnen. Conveyor Belts. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen die Natur hier mit. Ich habe mir so einen Controller gekauft, ist ein China-Import eigentlich, also wird bei Amazon halt über so einen Händler verkauft. Meine Teig. Wir fehlen Platten. Haben wir irgendwo Platten zufällig? Was für Platten? Normale Stahlplatten brauche ich. Was ist los? Ach, egal, ich guck mal, ob ich eine Werkbank hinsetzen kann. Ach so, ja, müsste. Ich habe keine Platten, nee, es geht nicht. Ja. Unten müsste die sein, die Produktion. Habt ihr Platten? Hier, wieso? Hier kommt ja gar nichts mehr durch. Die Maschinen laufen nicht mehr. Ah ja. Die sind nur super langsam. Hier kommen Platten an, geil. Das heißt, hier sind Platten drin. Ich habe mir so einen Controller gekauft, sieht aus wie ein Super Nintendo Controller. Ja. Und hat praktisch die Hörnchen, also ist ein Super Nintendo Controller Form, hat unten so zwei Hörnchen wie ein PlayStation Controller und kann es an der Switch halt anschließen, weißt du, hat alle Tasten, die für die Switch notwendig sind. So ein geiles Teil von 8-Bit-Do heißt das, also 8-Bit und dann DO. Kann ich empfehlen. Reflink findet in der Videobeschreibung, nein. Aber echt ein cooler Controller. Und muss ich wirklich sagen, China-Import, aber hat Qualität von Nintendo oder Sony-Controller oder was, oder? Ja. Setzen sie hier jegliche qualitativ hochwertige Marke ein. Stellenweise, ja, also bisher muss ich sagen, war der Xbox-Controller... Der Xbox ist der Beste eigentlich. Der Beste. Xbox-Beste. Beste. Was fehlt mir jetzt? Jetzt fehlt mir wieder Beton. Ach, leck. Ach, Gewalt. Ja, also sehr geiler Controller. Nee, ich habe mir den geholt, weil bei dieser PlayStation Pro-Controller, da, wenn du das Steuerkreuz verwendest, da habe ich mehrfach... Also drückst du nicht sauber nach unten, beziehungsweise nach rechts, weil wenn du nach unten drückst bei Tetris, legt er den Stein ja sofort ab, ne? Und dann legst du Steine ungewollt mehrfach ab. Das ist ein anderes Thema. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir drauf kommen. Jetzt habe ich wieder Stangen nicht. Erzähl weiter, mir das. Ich krieg Pickel.
möchte deine Xbox, Nintendo-Controller-Geschichten sind mir die liebsten. Jeder hat halt sein Mania zu tragen. Aber erzähl mal. Ich wollte die Zeit so ein bisschen überbrücken. Ja, hast du geschafft. Also ich bin total langweilt. Wo sind denn hier mal Stangen? Hier sind Platten. Oh, ich habe echt keine Ahnung, wo was ist in diesem Laden. Das ist alles so Döschnerne. Maximal Döschnerne. Das liegt vielleicht daran, dass ich das gebaut habe. Also nicht nur das Durcheinander, auch dass du keine Ahnung hast. Was ist denn hier noch drin? Ich guck mal. Nicht. Eisenbahn. Das ist doch nice. Dann mach ich mir jetzt mal Eisenbahn. Welche. Eisenbahn. Wollen wir mal in den Weltraum fliegen zum... Hast du schon was fertig? Nee, noch nicht. Ich guck jetzt mal, was wir noch freischalten können, wo es denn auch im Zweifelsfall losfliegt. Die Farbpistole zum Beispiel. Das müsste gehen. Es müsste theoretisch... müsste das funktionieren. Muss ich nur kurz mal ein paar Stangen durchtackern. Kannst du ein paar Kabel mitbringen? Kupferkabel? Klar. Bitte. Klar. Ich will schon immer so einen Tower bauen. Problem ist nur, dass nur einer losfliegen kann, weil wir kriegen es ja nicht aktiviert, wenn einer oben drauf steht. Ach so. Oder wir machen es mit dem Jump Pad. Oder? Weißt du, so den Knopf drücken, schnell aufs Jump Pad. Ja. Aber ob das eine Präzision ist, wir können es probieren. Ja, lass mal probieren denn. Würde mich für diese Folge unten hinstellen und den anmachen. Dann kannst du fliegen. Wie viel brauchen wir? Fünf? Boah, habe ich ja eine Tasche. Ja, da hoch ist ja kein Problem. Also da hoch jetzt zu kommen, sehe ich jetzt, glaube ich, nicht als Thema. Man müsste hier an der Seite theoretisch hochkommen. Ich gucke, ich check das mal aus. Kommst du nicht. Kommst du doch hier über den Arm, oder nicht? Dann probier. Oh, nee. Okay, ich baue mal, ich gehe mal von oben einfach drauf. Das ist ja wohl das Einfachste. Organisation, Sprungflächen. Genau, ja, die hier. Müssen jetzt nur Kupfer noch reinlegen, dann kannst du... Ja, mach ich. Warte mal, wir können mal probieren, dass wir ein Jump Pad hier erstmal hinsetzen. Habe ich schon. Und wo denn? Vor, davor direkt. Ah ja, perfekt, das müsste gehen. Das müsste funktionieren. Ich werde zumindest mal probieren hochzukommen. Ja, das geht. Aber ob das zeitlich lang ist, die Frage. Weil das Ding steigt ja ziemlich schnell nach oben. Nein, nee, er hovert ja, glaube ich, erst. Ja, wir testen es mal. Achso, man du sollte alles ablegen, hat jemand gesagt. Weil wenn du stirbst, ne? Ja, stimmt. Dann setzt du die Kiste hin am besten. Jo. Das stimmt natürlich. Alles klar. Jetzt viel mehr Stamm. Weiß gar nicht. Wir spielen, bitte was? Teuer. Soll ich dich hier die Kisten hinsetzen? Nee, ich hab. Danke. So. Alles lagern. Okay, alles abgelegt. Achso, warte mal, hab ich noch hier irgendwie. Nö. Hab nichts mehr einstecken. I'm ready. So, warte, dann gehe ich erstmal hoch. Ich probiere das mal über das Ding. Ich werde den Knopf drücken und dann mit dem Jump-Pad. Okay. Aber ich glaube, das wird zeitlich nicht lang, weil er hebt nämlich, glaube ich, am Anfang gute so Stücke ist ab. Bis jetzt. Okay, ich bin drauf. In 3. 2, 1. Ja, schaffst du. Ist noch nicht gestartet. Und? Let's go. Guten Tag. Hallo. Ich gehe mal aus dem. Ich habe einen Screenshot-Modus. Ich scroll mal ein bisschen raus. Nicht bewegen. Geil. Oh oh. Ist das funktioniert? Weißen Bildschirm? Oh. Oh. Ah, ich bin tot. Bist du noch tot? Bist du noch am Leben? Ich hab einen weißen Bildschirm. Ich glaube, du spielst abgestürzt. Echt? Nee. Weiß nicht. Also ich bin respawn, oder? Ja, schön. Ich habe gesehen, bei dir hat sich was verändert. Du bist tot. Ja, das war jetzt... Ja, ich bin tot. Also ich habe da irgendwie... Du bist wir abgestürzt? Früher... Nee, ich habe immer noch einen weißen Bildschirm mit oben dem... Kannst du klicken oder Escape oder irgend sowas? Oh, jetzt. Ja, bin wieder da. Bist wieder da. Jetzt bist du ungespawnt. Ach, schade, das ging nicht lang. Also, wir sind relativ schnell gestorben. Wir hätten ja wahrscheinlich springen müssen gleich, als wir das Ding sehen. Hätte sein können, ja. War lustig. Ja, ich habe jetzt vorhin das eingeblendet mit neuer Ausrüstung im Bildschirm und so Kram. Okay. Oh. Ja, gut. Ich habe keine Energie mehr. Wir können noch einen Fallschirm machen. Hast du noch was dabei? Ne, geht ja noch nicht. Können wir noch nicht reinlegen. Achso, ich nehme erstmal meinen Kram aus der Tasche kurz. Guck mal, Eisenplatten, habe ich noch Eisen? Oh Gott, ich sehe es nicht. Eisenplatten, Eisenstangen. So.
Ist ja ätzend, jetzt habe ich das in der, jetzt habe ich das im Gesicht. Meinst du nicht, dass irgendwann... Ah, von selber. Ich habe Muskelkater, Dinge im Arm. Onaniert oder was hast du denn ganz angemacht? Ja, auch. Ja, ja, auch. Genau. Viel onaniert. Sehr viel. Sehr, genau. Sehr viel. Ja. Hast du noch Eisenplatten zufällig einstecken? Ich bin schon oben jetzt. Ne, ich habe das Material nicht. Und wie, du bist schon oben? Na, ich bin wieder auf dem... Wieder an der Arbeit quasi. Ach so. Ja. Oh, da kommt er zurück. Ja gut, ich krieg das hier wahrscheinlich nicht ausgeblendet, das ist das Problem. Ich kann mal Escape rücken. Nee, es wird dauerhaft eingeblendet. Das ist so ein Bug, das war schon mal eine Alpha. Ja. Das ist ja doof. Okay, ich hole mir mein Zeug wieder. Das klappt ja wohl nicht. Oder? Ja. Ich glaube, wir müssen dann eh kurz mal auslocken. Ich habe das Zeug in der Presse. Ja, neue Ausrüstung, neue Parts steht hier. Was haben wir überhaupt falsch geschaltet? Die Farbpistole. Wir könnten einlackieren, aber wer will das schon? Wir wollen ja Sachen bauen, ne? Ist ja viel. Ja, stimmt schon. Ja, es gibt ja tägliche Folgen. Von daher sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Du hast angesagt, also von daher halte ich jetzt den Mund. Sagst du wieder ab? Jeder hat Terminus zu tragen, meine Damen und Herren. Und das schreiben wir heute unter die Folge. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.